ja, hat wirklich durch diese Impression teilweise in 15, 30 Sekunden versucht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es hat so gut funktioniert, dass andere Plattformen gesagt haben, ja, wir müssen das auch machen. Instagram setzt jetzt aber nochmal einen drauf, denn... Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Pornplatzer Raw Kanal. Kurz vor den 10.000 Followern nehme ich das hier auf und ich komme mal wieder mit zwei Leaks über Instagram zu euch. Denn tatsächlich, ihr habt es ja mitbekommen, in den letzten Videos, ja, Instagram, YouTube, alle legen gerade vermehrt Wert auf Kurzvideos. Ja, YouTube hat Shorts rausgebracht, Instagram hat Reels rausgebracht und das ist beides passiert, nachdem wirklich TikTok diesen immensen Hype hatte. Ja, jeder war irgendwann auf dieser Plattform, egal ob Musiker, Unternehmer, Comedian, ja, hat wirklich durch diese Impression teilweise in 15, 30 Sekunden versucht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es hat so gut funktioniert, dass andere Plattformen gesagt haben, ja, wir müssen das auch machen. Instagram setzt jetzt aber nochmal einen drauf, denn die Plattform ist ja ursprünglich dafür bekannt, Bilder zu posten. Ja, wenn ich jetzt vor 5 Jahren jemanden gefragt hätte, hey, was macht man auf Instagram, dann wäre die Antwort zu, ich würde mal sagen, 99% gewesen, naja, Bilder posten. Ein Bildertagebuch, einfach mit Leuten teilen, was man so macht. Und tendenziell war das ja auch so. Aber Mosseri, und da haben wir auch schon viel drüber geredet, also der Head of Instagram, hat jetzt angekündigt, einfach viel mehr Fokus auf Video legen zu wollen. Und der Hintergrund ist ganz klar, du ziehst besser die Aufmerksamkeit, die Leute sind länger auf der Plattform und dadurch kannst du einfach mehr Werbung ausspielen. Jetzt kommen demnächst, und ihr seht es in diesem Twitter-Leak, Bilder, die du mit Musik hinterlegen kannst. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, mit Videos und so weiter, das ist mir einfach ein bisschen too much. Ja, ich will nicht in die Kamera sprechen, ich will jetzt nicht unbedingt Kurzvideos produzieren, ich bleibe bei Bildern, dann hat diese Person die Möglichkeit, sage ich mal, zumindest diese jetzt mit Musik zu hinterlegen und damit audiovisuell zu werden. Sprich, mehr Impression, größere Chance, dass Leute im Endeffekt die Aufmerksamkeit auf dieses Bild mit Musik legen und ich sage jetzt mal so eine Mischform, ja, oder so ein auf dem Weg zum Kurzvideo hin einfach das Bild so ein bisschen gepimpt. Schreibt mir an dieser Stelle gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja, könnt ihr euch das vorstellen, wenn man so durch den Feed scrollt und auf einmal so ein Bild hat Musik oder ist mit Musik hinterlegt. Ich meine, bei der Story macht man das ja öfters schon, aber jetzt demnächst eben auch als eigenes Feature. So, und der zweite Leak, der setzt nochmal einen drauf. Und zwar wird es das sogenannte Montage-Feature geben, was bedeutet, dass du eine Instagram-Story nimmst und diese Instagram-Story im Nachhinein nochmal als Reel posten kannst, indem du sie im Endeffekt mit anderen Stories kombinierst, mit Musik und weiteren Text hinterlegst und so weiter. Sprich, Instagram möchte dir die Möglichkeit geben, Content, den du vielleicht sogar schon gepostet hast, also der in den Highlights abgespeichert ist, neu als Reel, sage ich mal, zu recyceln. Ja, einfach einen Use Case an dieser Stelle. Du warst vielleicht vor 2 Jahren in Los Angeles, hattest einen Megatrip, hast ein paar coole Stories dort gemacht, ja, von der Aussicht, von Sonnenuntergängen und so weiter. Und denkst dir so, okay, damals in der Story haben das halt ein paar Leute gesehen. Boah, wenn ich jetzt nochmal dort wäre und ein Reel aufnehmen könnte. Ja, das würden total viele Menschen sehen, weil Reels einfach viel mehr gepusht werden. Hast du dazu jetzt die Möglichkeit. Du kannst diese Stories nehmen, gehst in das Montage-Feature und hast im Endeffekt die Möglichkeit, diese Stories zu kombinieren mit anderen und neu als Reel hochzuladen. Ja, theoretisch kannst du das auch jetzt schon machen, ja, mit zum Beispiel zusätzlichen Apps wie CapCut, aber das wird eben ein Feature sein in Instagram und wir kennen das ja immer, wenn Instagram ein neues Feature rausbringt, es kann gut sein, dass es direkt am Anfang gepusht wird. Ich muss für mich sagen, ich finde beide Dinge cool. Auf der einen Seite, du kannst deine Bilder pimpen, auf der anderen Seite, du kannst Content recyceln. Wichtig vielleicht auch hier, vielleicht reduziert das auch in aktuellen Stories so ein bisschen den Text, weil wenn natürlich jetzt eine Story irgendwie vollgeklatscht ist mit Standort, Uhrzeit, Text, dann bietet sich das nicht so sehr an, wenn die Story wirklich komplett clean ist. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie findest du das? Ich finde es relativ cool. 2 ganz kurze Instagram-Updates bzw. Instagram-Leaks, die demnächst kommen. Und man sieht wirklich, es geht immer mehr Richtung Kurzvideos, immer mehr Richtung, man will laut sein, man will auffallen, man will Aufmerksamkeit. Das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, gib mir super gerne ein Like, abonniere den Kanal. Wie gesagt, wir sind kurz vor den 10.000, was mich natürlich extrem freut. Und wir sehen uns jeden Dienstag und jeden Freitag um 18 Uhr wieder.